Ja, nachdem Michael Streit auf 3 gesperrte Stammspieler verzichten musste und die Austria in dieser Saison bisher makellos aufgetreten ist, waren die Vorarlberger natürlich schon vorab ganz klar der Favorit in diesem Spiel. Und genauso beginnt diese Partie auch. Wir sind in der 9. Minute und da deutet Thiago erstmals seine Gefährlichkeit an. Etwas unglücklich rutscht Djordjevic in den Ball und wird unfreiwillig zum Assistgeber. 2 Minuten drauf, einer dieser langen Einwürfe. Der Austria Patoka verlängert und Thiago ist zur Stelle und es heißt 1:0. 10 Minuten gespielt. Eine Variante, die einstudiert ist, die auch in Hartberg genauso schon zu sehen war und ebenfalls zu einem Treffer geführt hat. Da hat die Horner Hintermannschaft nicht aufgepasst. Mit Fortdauer geht diese Führung dann auch immer mehr in Ordnung. Lustenau hat mehr von diesem Spiel. Schönes Kombinationsspiel. Und die nächste Möglichkeit in Minute 29 für Suarez, den aufgerückten Außenverteidiger. Ein paar Minuten später schon wieder die Austria. Im Zusammenspiel mit Roth vergibt Marco Miesenböck diese Chance, der heute den Vorzug gegenüber Salomon erhalten hat von Trainer Kolwitzon. Erst kurz vor der Pause dann erstmals der SV Horn wirklich gefährlich, dieser Weitschuss von Milosevic letztendlich dann aber doch zu zentral und Kofler hält seinen Kasten weiterhin sauber. Da gab es aber dann erstmals Grund zu applaudieren für Michael Streiter. 0:1 der Pausenstand, die Hoffnung lebt, aber die Austria legt nach Seitenwechsel nach. Dieser Schuss von Felix Roth, 2 Minuten nach Wiederbeginn, tolle Parade vom erst 19-jährigen Keeper Zizan Stankovic. 6 Minuten später, Suarez putzt hier eigentlich aus, dann der Fehler von Djordjevic und Jan Zwischenbrucker macht das dann ziemlich abgebrüht. 2:0, eine Art Vorentscheidung, Fehler in der Defensive, der Niederösterreicher Zwischenbrucker spritzt dazwischen und lässt Stankovic keine Möglichkeit. Danach wurde das Offensivspiel der Austria immer ansehnlicher. Mit diesem 2:0 Vorsprung spielte es sich natürlich entsprechend leicht. Wieder Zwischenbrucker, dann Djordjevic, wieder unfreiwilliger Assistgeber, aber Marco Miesenböck vergibt diese Top-Möglichkeit nach einer knappen Stunde Spielzeit. Also da sind die Vorarlberger dann schon recht fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umgegangen. Da hätte es auch gut und gerne schon 3:4:0 stehen können zu diesem Zeitpunkt. Dann endlich wieder mal eine Offensivaktion der Horner. Cehajic mit dem Zuspiel auf Zulechner. Und der Unterbeschäftigte Alexander Kofler hellwach, der will natürlich die Null festhalten. Lustenau ja noch ohne Gegentor in dieser Saison. Dann die 79. Minute, Zwischenbrucker und Sie sehen, wie locker und lässig die Austria vor dem Tor hier mittlerweile agiert, aber Zwischenbrucker trifft nur das Lattenkreuz. Dann die 83. Minute, Sascha Boller war für Miesenböck in der Partie, der hat über rechts frischen Schwung gebracht, dann das Zuspiel auf Salomon, aber der steckt durch auf Harald Dürr und der trifft in seinem 350. Erstligaspiel für die Austria zum 3:0 Endstand. Da wurden die Horner dann schon regelrecht an die Wand gespielt. 3:0, also der Endstand in diesem Spiel. 4 Spiele, 4 Siege, kein Gegentor bisher. Das ist die erfreuliche Bilanz der Austria für den Aufsteiger aus Horn. Ein kleiner Rückschlag, aber die waren heute auch stark ersatzgeschwächt.